Ja, meine Lieben, es kam jetzt länger kein Video mehr von mir. Die, die mir bei Instagram folgen oder bei TikTok, haben es schon gesehen. Wir haben die Haube quasi fertig. Und damit geht eigentlich auch schon fast dieses Projekt zu Ende mit der Haube. Ja, bei der Haube, ich weiß noch nicht, ob sie so bleibt oder nicht, oder ob wir vielleicht doch irgendwann ein bisschen Geld in die Hand nehmen und vielleicht ja eine Carbonhaube hier drauf fetzen oder keine Ahnung was. Fürs Erste reicht es auf jeden Fall. Es ist was anderes. Ich persönlich feiere den Stil. Die Frage ist, was sagt der TÜV dazu? Das wird am Ende die große Entscheidung sein. Die Haube ist weit von perfekt entfernt, wirklich sehr weit von perfekt entfernt. Die ist nicht 100% symmetrisch, es ist in Ordnung, es ist aber auch nicht 100%, ja. Und die Kanten hauen alle ab. Sprich hier hinten oder zum Beispiel hier vorne. Aber das ist eine Sache, mit der kann ich leben. Es ist vollkommen in Ordnung. Es ist das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, dass ich eine Haube geschweißt habe vor allem. Und ich sag's euch, wie es ist, ich habe auch keine Lust mehr, ewig hier dran rumzumehren. Am Ende sagt der TÜV eh, nö, ist nicht. Ja, dann war das sowieso alles umsonst. Aber ich finde, die Optik, das ist schon, es ist geil. Die Haube ist gewöhnungsbedürftig, definitiv. Die Resonanz war bisher so, entweder gefällt's oder gefällt's nicht. Ja. Ich finde, von der Optik her, wenn man zum Beispiel aus dem Winkel guckt oder zum Beispiel aus dem Winkel, ist es schon brachial. Ich feiere es, ich finde es cool, weil es vor allem auch mal was ganz, ganz anderes ist, als alle anderen da draußen machen. Das Projekt neigt sich langsam einem Ende zu. Und danke nochmal an jeden Einzelnen, der diese Videos guckt, auch wenn es aktuell nur 100 Leute sind oder 150 oder so. Ist mir egal. Ich feiere es. Ja, es kam jetzt wie gesagt auch länger kein Video von mir, weil ich wie gesagt damit beschäftigt war mit dem Push. Punkt 1. Punkt 2 wollte ich halt einfach ein bisschen in Ruhe arbeiten. Ich möchte mich auch weiterentwickeln als Videograf, als Content Creator und habe mir gedacht, es macht keinen Sinn, permanent irgendwelche Videos rauszuhauen, die vielleicht von der Qualität her nicht ganz so gut sind. So, das, was ich meine mit, ich hätte gerne einfach ein bisschen anderen Style in den Videos und ich würde halt einfach gerne ein bisschen qualitativ hochwertiger werden. Nachdem ich die Haube montiert habe und mir das Ganze angeguckt habe mit dem Power Dome oder Power Dome ähnlichen Anführungszeichen, es gibt ja schon fertige Hauben, habe ich mir gedacht, hey, das ist mir noch nicht extrem. Es sah geil aus, definitiv. Definitiv sah das geil aus. Aber es war einfach nicht das Richtige für mich. Ich wollte einfach ein bisschen extremer werden und ihr werdet auch jetzt im Laufe des Videos sehen, was ich meine mit, ich wollte extremer werden bei der Lackierung, weil die Lackierung wird auf die Form angepasst sein. Ja, hier musste ich nochmal neu schweißen von der anderen Seite. Ja, weswegen das jetzt auch so aussieht, wie es aussieht. Aber guckt mal hier. Hier fängt das schon an zu gammeln. Es ist von innen nicht schön. Das ist mir aber ehrlich gesagt auch nicht so wichtig, weil hier hängt eigentlich eh die Pappe vor. Aber trotzdem, Alter, dass das Blech jetzt schon anfängt, von der einen Seite an so ein bisschen zu gammeln, ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Da wird das eh nicht lange halten. Fuck, ja, yeah. Alles umsonst. Das, was mich richtig, richtig fertig gemacht hat, war wirklich eine Form zu finden und herauszufinden, wie mache ich das mit der Haube am besten. Das war wirklich, wirklich nicht einfach. Gerade eine Haube schweißt, ist immer eine Sache, weil du hast das Problem, das verzieht sich in jede Richtung. Das habt ihr gesehen, das habt ihr bei meinen Anfangsvideos gezeigt, wie krass ist das eigentlich verzogen. Das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, wisst ihr was, ich habe eigentlich die Schnauze voll, da jetzt auf Form weiter reinzuspachteln, alles Mögliche. Ja, nachdem ich jetzt gerade die Haube aufgemacht habe, abmontiert habe und gesehen habe, dass seit einer Woche ja schon die ersten Rostansätze in Anführungszeichen da waren, ist mir klar, dass das nichts auf Dauer wird. Definitiv nicht. Ich werde die Haube fahren
vielleicht nächstes Jahr oder jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr oder sowas. Und ich denke, dann wird tatsächlich eine andere Haube kommen. Ich möchte einfach nur wissen, was sagt der TÜV dazu? Wird der TÜV die Haube abnehmen oder nicht? Das ist eine Sache, die passiert. Weil viele ja über das Tuning meckern, dass in Deutschland fast nichts mehr machbar ist, nichts mehr möglich ist. Und ich bin gespannt darauf, was der TÜV dazu sagen wird, zu all dem, was wir gemacht haben. Hier an dem Fahrzeug ist ja nichts mehr so, wie es mal war. Wir haben die Kotflügel geschweißt, also umgeschweißt, die haben so ein bisschen diesen M-Style. Dann ist das Fahrzeug hinten breiter. Bei TikTok ist mir gesagt worden, es hat sogar M-Abmaße. Ja, wir sind hinten bei der Radläufe ungefähr 3 cm breiter geworden. Haben Spurplatten von 2,5 cm drauf. Mein Plan ist es jetzt eigentlich, die Haube so schnell wie es geht fertig zu bekommen, die restlichen Sachen zu machen und das Ding über den TÜV zu jagen. Hat auch den einfachen Hintergrund, dass der Bus noch ein bisschen Arbeit braucht. Wir wissen beim Bus demnächst den Kupferwellen-Simmerring tauschen, da muss der Zahnriemen gemacht werden. Das muss man alles in einem Abwasch machen und deswegen muss der BMW wieder auf die Straße. Ich brauche den einfach als Ersatzwagen dann für die Zeit. Plan oder der Plan von dem BMW war ja einfach auch zu gucken, was ist low-budget-mäßig überhaupt machbar. Das hier ist ein Low-Budget-Projekt, das darf man nicht vergessen. Das teuerste an diesem gesamten Fahrzeug war am Ende der Lack. Die Bleche, das kostet alles nichts. Ne? Klar, Arbeitszeit, solche Sachen, das sind Sachen, die bezahlt ja keiner. Ne? Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass das ein Low-Budget-Projekt ist. Und ich will auch jetzt nicht die nächsten 5 Jahre damit verbringen. Das ist nicht so mein Stil. Ich habe dann lieber ein Fahrzeug, was nicht 100% perfekt ist. Aber ich weiß, ich habe es alles selbst gemacht. Auch mit der Haube. Das ist halt, das Ding ist, ich bin kein gelernter Karosseriebauer. Ich bin nur gelernter Lackierer. Und für mich sind Blecharbeiten, das ist dann halt immer noch mal ein bisschen was anderes. Ne? Wenn du gelernter Karosseriebauer bist, ist es natürlich einfacher, als wenn du gelernter Lackierer bist. Ich habe mir während des Fahrzeugsbaus, habe ich mir das Schweißen selbst beigebracht und solche Sachen. Und das sind halt Sachen, die konnte ich vorher nicht, die kannte ich vorher nicht. Und ich glaube, gerade dann eine Haube zu machen, das ist schon hohe Kunst. Und ich ziehe meinen Hut vor jedem einzelnen Karosseriebauer da draußen, vor jedem einzelnen Metallbauer da draußen, der das wirklich drauf hat, zum Beispiel aus einer Haube zu machen. Müssen die Haube jetzt gleich von innen nochmal anschleifen, den Rost nochmal ein bisschen entfernen und müssen gucken, was tatsächlich machbar ist, wie wir die noch ein bisschen besser, ja, abisoliert sind. Weil das anfangen wird, zu ein bisschen zu gammeln, war abzusehen, aber dass es jetzt so schnell, so krass ist. Das ist aber das Problem, wenn man bei Audi Blech kauft. Die Haube ist ab, liegt jetzt hier gerade vor mir. Müssen wir mal gucken, dass wir zumindest den Scheiß hier runterholen, wo mir Mist passiert ist. Ja, von innen haben wir die Haube, ich habe die verstärkt ein bisschen. Wir haben Stangen eingeschweißt. Was habe ich denn noch für einen Scheiß gemacht? Plus das Schwarze, was ihr jetzt da gerade gesehen habt, was ich da gezeigt hatte, das ist Karosseriekleber, weil ich auch 100% sicher gehen möchte. Ja, das heißt, selbst wenn das Teil anfängt zu rosten oder sowas, dass zumindest der Karosseriekleber von der Innenseite dafür sorgen wird, dass das Blech nicht direkt in alle Richtungen kriegt oder was weiß ich was. Ich glaube auch, dass es keine Dauerlösung sein wird, definitiv nicht. Und ich habe auch Momente, wo ich dann vor der Haube stehe und mir denke, nee, Alter, das geht gar nicht, was du da gemacht hast. Dann habe ich wieder Momente auf bestimmten Winkeln, denke ich mir, boah, Alter, das ist so eine brachiale Haube. Der Ursprungsgedanke war bei der Haube vom M4, ist das glaube ich, der F80, F81, dieser Power Dome. Der M4 hat den glaube ich, mit diesem Buckel und so, ich blende euch mal ein Bild ein. Das Ding ist so brachial. Das war auch so ein bisschen das Modell, wonach ich mich so ein bisschen orientiert habe. Natürlich musste ich das auf den E46 anpassen. Ob jetzt die Vor-Facelift-Haube dafür gerade das Beste war, bezweifle ich. Ich glaube, die Facelift-Haube hätte sich besser geeignet, weil die halt auch diese geschwungenen Flügel hat, wie die M4-Haube, die ich meine. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe, wie gesagt, keine Lust damit, noch 100 Jahre zu verbringen, was der Spachtel angeht. Ich lebe jetzt damit, dass die Kanten nicht 100% stimmen und auch damit, dass hier und da noch ein paar Dellen drin sind. Das ist mir sowas von scheißegal. Das ist eine Haube. Wer eine Haube schweißt, weiß auch, gut, das wird nicht für ewig halten.
Definitiv nicht. Da werde ich mir, glaube ich, mehr Mühe beim Schweißen geben müssen. Und ich glaube auch, dass ich mir mehr Mühe hätte geben müssen bei den Nacharbeiten, also beim Flexen, beim Sandstrahl und euch all solche Sachen. Sobald der Spachtel anfangen wird zu reißen, und ich garantiere euch, der wird reißen, weiß ich, gut, ich muss dann die Haube austauschen. Ich werde aber mal gucken, eine Carbonhaube wäre schon geil für den E46, aber ich glaube, da wird es dann einfach auch noch andere, wichtigere Baustellen geben. Ja, meine Lieben, ich habe ja gesagt, die Haube ist nicht perfekt geworden. Es ist nun mal so, wie es ist. Da ändern wir jetzt aber auch nichts mehr dran. Hier seht ihr das gute Stück. Da hinten sieht man es gerade. Da ist der Silikonentferner drauf. Da sieht man zum Beispiel die Delle. Hier die Kanten sind nicht 100%. Das werden wir jetzt aber mal versuchen, beim Lackieren etwas zu kaschieren. Die Art und Weise, wie wir lackieren, was wir lackieren, wird sowieso komplett alles über den Haufen werfen. Ja, ich sag mal, Konturen schlucken, andere Konturen wieder hervorheben. In der Hoffnung, dass das nicht mehr so wild ist. Und wenn der jetzt abgelüftet ist, ist es auch schon Zeit für den ersten Gang Basislack. Da haben wir wieder das Metallic Schwarz. Ich habe ja gesagt, wir machen das so ähnlich wie auf dem Dach. Es wird aber ein paar Kleinigkeiten anders geben. Ihr wisst, beim Lackieren bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit meinem Kamera-Equipment. Moving to the money like it's urgent. Hands on God, so I'm in it like a surgeon. The skin color like the bourbon. Worldwide sign and we face close curtains. So, meine Lieben, wir haben das gute Stück fertig lackiert. Man sieht es auch schon im Hintergrund. Die Haube ist schon auf dem Fahrzeug drauf. Geht auch nur, weil ich weiß, dass wir nochmal Klarlack machen müssen, weil wir auch hier Flakes draufgehauen haben. Was wir jetzt mal machen werden ist, ich werde das Auto jetzt mal ein Stück vorfahren und vor euch gibt es jetzt ein kleines Pornchen, wie das Auto aussieht, weil so ist es ja eigentlich quasi fertig. Viel Spaß dabei. Yeah, wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground methods. Top notch hoes, get the most, not the lizard. Straight terror, product that your errors. Pushing country, baby, got that product you can measure. Trendsetter, the one who get the weather. Swerving while I'm bumping. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Und ich hoffe, die Lackierung scheppert euch genauso weg wie mich. Ja. Versteht jetzt auch, was ich meine mit, die Lackierung ist ein bisschen auf die Form der Haube angepasst. An der Stelle würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, wenn ihr mir ein Like da lasst. Was ist eure Meinung zu der Haube? Ja, es ist gewöhnungsbedürftig, es ist was anderes, aber genau das ist meiner Meinung nach das, was Tuning auch so ein bisschen ausmacht. An der Stelle bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch ein wunderschönes Wochenende wünsche. Ich hoffe, dieses Format oder diese Art und Weise von Format gefällt euch, falls ja, lasst mir einen Kommentar dazu da, dann machen wir das in Zukunft öfter so. Und ich lasse mir einfach ein bisschen mehr Zeit mit den Videos. Hau nicht ein Video nach dem anderen raus, wo ich mir denke, puh, ja, es ist okay. Weil das Problem ist halt einfach, je weniger Aufrufe ich habe, umso weniger Lust habe ich irgendwie die Videos zu machen, weil ich mir denke, wofür gebe ich mir Mühe, wenn nur 50 Leute das sehen. Michel von NoFightsDeal mir sowieso, der hat mir mal gesagt, einer, ich ziehe den Hut vor dir, dass du das Ganze einfach weiter durchziehst, auch wenn nur 100 Leute das sehen. Vielen Dank, Michel, dafür. Ich werde das auch weitermachen, ich werde auch weiter YouTube machen. Ich habe einfach Spaß daran, so ein bisschen mein Leben zu dokumentieren, mein erstes Projektauto. Ja, das darf man nicht vergessen, das ist mein erstes richtiges Projekt. Tuning-Auto. Den Bus zählen wir jetzt mal nicht dazu. Hier ist ja wirklich alles selber gemacht worden. Außer halt zwischendurch mal die Kotflügel, da ist der Thomas mir geholfen. Auch bei der Haube die ersten Ansätze. Wie gesagt, auf die Haube jetzt was geworden ist, aber so dahingestellt. Ich glaube, im Nachhinein würde ich es ein bisschen anders machen. Ja, meine Lieben, an der Stelle ein wunderschönes Wochenende und ich würde sagen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos und lasst mir gerne einen Kommentar, wie ihr das Ganze hier gefunden habt.